Weiter geht es mit den Sammelobjekten von The Order 1886. Und in dem Video zeige ich euch, wie ihr alle Zeitungen finden könnt. Insgesamt gibt es 4 verschiedene Arten von Sammelobjekten. Phonografische Zylinder, Zeitungen, dann Fotos und Dokumente und Objekte. Da gibt es für jede Art jeweils eine silberne Trophäe. Und dann, wenn ihr alle von allen Arten alle gesammelt habt, bekommt ihr nochmal extra eine goldene Trophäe. Also wenn euch nur noch eine oder zwei der Arten, der verschiedenen Arten fehlt, dann schaut jeweils das Video dazu an. Link davon ist in der Beschreibung. Aber wenn euch irgendwie alle noch fehlen, dann habe ich ein Video gemacht, wo ich alle Sammelobjekte in einem Video zeige. Das dauert so 25 Minuten. Und da habe ich alle 4 Arten gesammelt. Ihr bekommt 5 Trophäen, wenn ihr die alle sammelt. Und jo, das würde ich euch empfehlen, dann zu machen. Dann spart ihr euch Zeit, weil einfach die verschiedenen Sammelobjekte sind extrem durchgemischt und dann müsst ihr nicht Sachen 2, 3 oder 4 Mal hinter oder die gleichen Sachen öfter spielen. Von daher, ja, links oben steht immer das Kapitel und der Kontrollpunkt, da könnt ihr einfach starten und das Ganze spielen. Wenn ihr was aufgesammelt habt, ihr könnt danach sofort beenden und zum nächsten Kontrollpunkt springen, also zurück zum Titel und dann nächster Kontrollpunkt laden. Das Ganze wird gespeichert, ihr braucht nicht irgendwie weiterspielen bis zum Ende oder so. Das wird gespeichert, sobald ihr das einmal angeschaut habt. Ja, ich denke, es ist ausführlich genug gezeigt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Suchen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier rüber. Hier kommen wir durch. Das werden die nie verstehen. Sir Francis? Nicht mehr lange und die Wahrheit kommt ans Licht, Sibel. Die Bibliothek ist gleich da hinten. Täglich Reparationen in der ganzen Stadt übernommen haben. Selbstverständlich. Einer ihrer Leute hat das.